Gerhard Blaboll begrüßt Sie zu einer weiteren Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Hier erfahren Sie interessante Neuigkeiten, bisher noch nie Erzähltes und sehr Persönliches von Schauspielern, Kabarettisten, Sängern, Schriftstellern, Musikern, Malern, Bildhauern, Karikaturisten und anderen Kulturschaffenden Österreichs, durchmischt von der Lieblingsmusik der jeweiligen Gäste. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben heute gleich dreifachen höchst charmanten Besuch aus dem Kabarettfach bei uns, die Geschwister Schicho, die Katharina, die Veronika und die Christine. Grüß euch Gott. Grüß dich Gott. Hallo. Hallo. Ihr drei habt's gerade wieder unter dem Namen Dornrosen seit langer, langer Zeit, seid ihr schon unterwegs, habt's gerade wieder ein neues Programm heraus seit einiger Zeit, hast wahnsinnlich, und außerdem habt ihr ein tolles Weihnachtsprogramm mit dem Knecht Ruprecht. Wie funktioniert denn das? Gut funktioniert. Also, uns gibt's jetzt schon beinahe 20 Jahre und es funktioniert noch immer super und wir mögen uns noch immer gern und wir spielen noch immer gern. Sagt die Jüngste, die wahrscheinlich schon im Kindergarten damit angefangen hat, oder? Ja, ich habe müssen. Also die anderen zwei haben mich dazu verdonnert. Die Mama hat immer gesagt, wir müssen die Jüngste einfach mitziehen. Und dass es gedacht hat, dass bis zum bis ins hohe Alter, also bis jetzt, ich bin ja bald 40, habe ich mir nicht gedacht, aber bis heute ziehe ich sie immer mit, die Veronika. Das war die Katharina. Du schreibst ja eine ganze Menge Texte, Katharina, gell? Ja, wobei meine Spezialität sind auch, ist vor allem die Musik, also Text und Musik. Ja, aber wir komponieren alle drei ein bisschen und komischerweise ist halt mein Anteil immer der größte. Vielleicht weil ich die Älteste bin und die anderen trauen sich nicht nahe zu meinen Sachen sagen. Und die große Showfrau ist die Christine, wenn es mit der Geigen da steht, ne? Ja, ich spiele einfach die erste Geigen, da ist man natürlich der Mittelpunkt. Und weil ich natürlich auch geboren die Mitte bin und ich habe das hellste Köpfchen, weil ich blond bin. Bin ich natürlich die Rampensau. Bist du natürlich blond oder echt blond? Also ich war, als Kind war ich natürlich blond, mittlerweile sind vielleicht sogar schon graue Haare dabei. Wenn ich dann wieder weißblond bin, dann wäre ich nicht mehr färben, aber ist ein bisschen ist schon geschummelt. Na schau, das finde ich ja sehr sympathisch, dass du es zugibst. Bei mir ist nichts geschummelt, bei mir ist alles echt. Aber die Farbe gibt es wahrscheinlich als Ton auch gar nicht, die ich am Kopf umeinander trage. Du bist eine Köchin, habe ich gelesen, Veronika. Genau. Ich war schon immer eine Köchin, aber seit ich einen italienischen Mann, also er ist eigentlich Südtiroler, aber vom Kochen her natürlich italienisch, seit ich einen italienischen Mann habe, muss ich ja gut kochen, weil ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal bei meiner Familie, also Schwiegerfamilie war, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, ich muss jetzt einen Kurs machen, weil sonst traue ich mich da näher mal rein. Und so habe ich es gemacht und jetzt kann ich es gut. Näher mal rein, das verratet jetzt dann natürlich schon, dass ihr aus der Steiermark seid. Ja, das lässt sich nicht leugnen. Wir leben schon lange nicht mehr in der Steiermark, aber man hört es halt auch immer. No. Wo lebst du denn eigentlich? Wir leben in Wien und Wien-Umgebung. Aber es ist auch so, dass wir unseren Dialekt total gerne außerlassen, wie man so sagt, und auch pflegen, weil es einfach auch ein Teil unserer Kultur und natürlich unserer Identität ist. Und vielleicht klingt es manchmal nicht ganz so charmant, oder man sagt ja immer, der Intellekt wird einem abgeschrieben, wenn man zu viel im Dialekt redet, aber auf den Inhalt kommt es an, finde ich, und man kann ruhig einmal auch was im Dialekt sagen. Ja, ich glaube, aber es hat sich jetzt herausgestellt, dass das gut war in den letzten 20 Jahren, dass wir den Dialekt pflegen, weil es ist also, der Dialekt wird ja dann jetzt bald zum UNESCO-Welterbe, glaube ich, ernannt, und dann sind wir diese Erbträger, ich finde das super. Der steirische Dialekt wird, wobei es gibt ja viele steirische Dialekte. Nein, ich glaube, überhaupt die verschiedenen Dialekte in den Alpenländern, die werden jetzt, glaube ich, noch mehr hochgeschrieben, weil sie verschwinden ja auch immer mehr. Und man sieht es ja auch in Wien. Also das Wienerische geht ja auch ein bisschen unter, weil die meisten sprechen ja ein Wiener Hochdeutsch. Das ist ja kein Dialekt, das ist ja Zumutung. Naja, das mit dem Wiener Hochdeutsch, das würde ich jetzt da nicht direkt unterschreiben wollen. Aber es ist natürlich auch durch den Zuzug von vielen Menschen jetzt aus Arabien oder aus der Türkei oder aus dem Balkan, ist natürlich auch die wienerische Färbung des Wiener Dialekts, wobei es ja da auch mehrere Dialekte gibt in Wien,
Die ist natürlich auch andere geworden, nicht? Weil so richtig alte Wiener, die so echt noch die alten Begriffe kennen und auslassen, gibt es wenig, und zwar deswegen, weil viele es gar nicht mehr verstehen, mit denen sie reden täten. Also hat es gar keinen Zweck, die zu verwenden. Aber man muss auch wirklich sagen, auch wenn man Dialekt spricht, man ist, glaube ich, auch gescheit genug, dass man auch Standardsprache sprechen kann mit jemandem, der einfach nicht eine Sprache spricht. Und ich muss auch sagen, wie wir nach Wien gekommen sind, haben wir uns schon angepasst auch, weil es gibt auch Österreicher, die nicht alle Dialekte verstehen, wie auch Ausländer, die nicht alle Dialekte verstehen, und somit kann man sich, glaube ich, wirklich dann anpassen, immer dem jeweiligen Gegenüber, das man hat. Naja, dazu gehört natürlich die Fähigkeit, sich anpassen zu können. Ja, und zu wollen. Und zu wollen. Aber genau, eigentlich traue ich das eben zu, aber das ist ja immer der Wille. Ich glaube, am Willen fehlt es, wenn dann meistens, weil am Können sollte es nicht fehlen. Das Schöne ist ja, dass durch das, was du jetzt erklärt hast, durch den Zuzug von anderen Menschen aus anderen Kulturkreisen und Sprachen, sich die Sprache ja lebendig verändert. Und das ist ja das, was immer schon so war. Und so sind ja überhaupt die Sprachen entstanden. Und es wäre ja ganz unlogisch, wenn man jetzt eine Sprache konserviert und sagt, so, und die muss jetzt so bleiben, wie sie immer war. Weil das ist nicht natürlich. Eine Sprache entwickelt sich weiter, gleich wie sich eine Kultur weiterentwickelt, gleich wie sich jeder Mensch für sich weiterentwickelt. Und es ist ja gerade eine schöne Zeit, wo man sieht, wie sehr sie sich weiterentwickelt. Ja, da steckt man jetzt mittendrin in der Weiterentwicklung. Ich persönlich habe, wenn ich in deutschsprachigen Ländern gelebt und gearbeitet habe, gern so geredet, wie ich genau jetzt gerade rede. Das war ganz lustig. In Deutschland haben natürlich, die Leute haben mich immer komisch angeschaut oder so, haben mich voll unterschätzt dadurch und haben immer gesagt, ach Mann, sie klingen wie mein Skilehrer. Na schön, ne, dass ich als Wiener, der ich Skifahren tue, wie in die Berge ein Zweijähriger, dass ich als Skilehrer durchging. Aber dadurch haben sie mich alle unterschätzt, und bis sie mitgekriegt haben, dass ich doch was in der Birne habe, war schon spät. Ja, also es geht uns auch ähnlich, wenn wir in Deutschland sind. Und wir haben eine Zeit lang auch viel in Deutschland gespielt. Und am Anfang versucht man sich schon anzupassen, weil man halt Angst hat, dass man nicht verstanden wird. Aber man merkt immer mehr, dass es eher um die Artikulation geht. Und je bestimmter du was sagst, kannst du es auch im Dialekt sagen, dann versteht man schon, was du meinst. Und natürlich das mit dem Unterschätzen, aber das kann man ja für sich gut nutzen, um das Publikum zu überraschen. Na, wenn wir schon beim Versteh sind, würde ich sagen, spielen wir ein Stückchen Musik. Und ich würde jetzt gerne eine Musik von euch auflegen, die was mit dem Versteh zu tun hat und die eigentlich jetzt so ziemlich euer größter Hit gewesen ist, der Regenhegesong, ne? Ja, bitte. So, also jetzt, da haben wir es alle mitgekriegt, wie das ist mit dem Reh im Gehege, wer das pflegt und hegt. Da gibt's ja aber eine zweite Version auch noch dazu, gell? Also nicht mit einem Reh. Hirsch und Wirsche, Birsche, frische Knirsche, Kirschen, sagen die zweite Inkognito-Strophe. Die singen wir ganz selten, nur mehr im Konzert, ist aber mittlerweile in einem Buch verewigt. Die Christine hat ein Kinderbuch ist falsch ausgedrückt, ein Bilderbuch zu dem Rehgehege-Song gemalen. Und illustriert, wirklich sehr sympathisch und auch qualitativ, würde ich sagen. Sie malt super. Sie kann nicht komponieren, aber sie malt gut. Nein, das war die Schwesternliebe. Wir haben ja zwei Familien. Die eine ist die musikalische, das waren die ganzen Musiker eben. Und auf der anderen Seite haben wir ja einen bildnerischen Künstler gehabt. Unser Opa war Maurer und ich habe seine Wurzeln. Aber das mit dem Hirsch habt ihr ja in eurem Programm wahnsinnig, ne? Nein, also nicht mehr. Also die Hirsch- und Wirsche-Birsche-Strophe ist mittlerweile, glaube ich, seit 7 Jahren nicht mehr auf der Bühne gesungen worden, wobei immer wieder mal kehrt sie wieder. Aber wenn man sich interessiert und unsere CDs und unser Buch eben kennt, kann man das jederzeit herausfinden, wie der geht. Es gibt sogar noch eine weihnachtliche oder winterliche Strophe. Genau. Das Schneegewehe, Wegepflege, Schrägesäge. Also das singt man dann immer zu Weihnachten, und ich bin ja die Strophensängerin in diesem Fall bei dem Lied, und ich muss sagen, das ist schon für mich wirklich anstrengend, auseinanderzuhalten, welche Strophe singe ich jetzt gerade, weil das sind halt doch alle so gleich. Aber die Veronika trinkt auch wirklich viel. Ja, die das ist immer schwierig. In der Weihnachtszeit muss ich den Punsch auslassen, sonst schaffe ich die Strophen nicht mehr. Ich kenne das von mir, weil es hat ja natürlich jeder seinen eigenen Stil, und so habe ich halt auch beim Schreiben meinen eigenen Stil, und da habe ich Geschichten,
da, wo ich immer wieder dieselben Formulierungen verwende. Und da muss ich beim Vortrag aufpassen wie ein Haftelmacher, dass ich nicht irgendwo falsch abwirke, weil das Ende von der Geschichte versteht dann kein Mensch mehr. Ne? Du bist die große Partyschmeißerin, Christine. Ja, also ich muss sagen, ich habe gern ein großes Haus mit großem Garten und da fühle ich mich mit meinen Kindern sehr wohl, aber manchmal möchte ich halt auch, dass was los ist. Also ich meine, mit Kindern ist natürlich was los, aber es ist eher Kinderparty dann immer. Wie viel hast du denn da? 3 Kinder habe ich mittlerweile, das ist auch genug, alle guten Dinge sind 3. Aber manchmal habe ich auch gern, wenn einfach ganz viele Leute kommen und mit uns aufessen, auftrinken, aufspülen. Und ich finde immer, so große Partys sind ganz wichtig für unser soziales Beisammensein, weil wir zu dritt sind sehr viel gemeinsam, aber manchmal braucht man einfach andere Leute auch, dass man anderen Input hat und dass man vielleicht einmal musiziert, nicht so konzertant wie auf der Bühne, sondern dass man einfach einmal drauf los jammen wie bei einer Jamstation, und dafür finde ich die Partys bei mir einfach wichtig. Ich werde nachher dann mehr Adresse geben dafür. Ja. Gell? Wir haben gerade vom Wahnsinnlich geredet, das rennt jetzt schon eine ganze Weile. Wo satzen wir mit dem demnächst, weißt du das? Nein, wir haben Wahnsinnlich noch bis Ende November am Plan, also noch ein bisschen. Leider, ich bin so schlecht im Auswendig von Lernen meines Terminplans. Ich schaue immer 2 Tage vorher ein. Ich habe jetzt noch geschaut bei meinem Handy, muss ich sagen. Oi. Das kann man immer sagen. Und dann geht es einfach noch ein bisschen in der Schweiz und in Vorarlberg weiter. Und dann zu Weihnachten sind wir dann in Wien, in Mödling, in Graz, in Salzburg. Da freuen wir uns schon auf das weihnachtliche Publikum. Ja, da freuen wir uns auch schon. Und da bist du dann wieder mit dem Punsch unterwegs, dann, ne? Veronika. Nein, ohne Punsch, weil sonst singe ich die Strophe nicht. Punschlos. Du und die Katharina, ihr schreibt die Texte oder wie macht's das? Meistens ist es so einer von uns, also meistens die Katharina, war ich auch, wir schreiben die Songs und wir bringen die dann und dann spielen wir es einfach und dann brauchen wir es einfach. Also sehr unkompliziert. Aber es ist nie so, dass wir nur Texte schreiben. Wir schreiben immer die ganzen Songs. Also wir schreiben ja die Musik zu den Texten gleich dazu. Also wir vertexten ja nicht Lieder, die es schon gibt, sondern wir schreiben ja alles Originalsongs. Na dann, würde ich sagen, horchen wir uns an von euren Originalsongs an. Was würdest du vorschlagen? Und wir könnten heute einmal ein bisschen was Untypisches für uns, von uns spielen. Nämlich Der Wald, nennt sie das. Da jodeln wir ein bisschen und das ist ein bisschen sozialkritisch. Hört euch das einmal an. So, jetzt hat sie ja schon über 20 Jahre beieinander, hast du gesagt. Also nicht nur beieinander als Schwestern, sondern auch beieinander als Gruppen. Wie funktioniert denn das? Geht man sich da nicht ab und zu irgendwann furchtbar am Keks? Noch dazu, wenn man verwandt ist miteinander? Komischerweise ist es genau umgekehrt. Man entwickelt fast so eine Sucht. Und wenn wir mal jetzt lang nicht zusammen sind oder nicht im Auto sitzen und nicht unsere Hirngespinste weiterspinnen, dann denkt man sich, wow, ich fühle mich irgendwie nicht ganz. So geht es halt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ausgestritten haben wir schon alles, manchmal nichts mehr streiten und neue Sachen entwickeln und ausdiskutieren ist ja immer spannend. Seid ihr alles Waage vom Sternzeichen oder nein, so? Nein, ich in der Mitte bin die Waage und ist natürlich auf der einen Seite halt den Stier und auf der anderen Seite den Wassermann. Wassermann als Erstgeborene, wissen wir, ist ein wunderbarer Chef einfach, ja. Ein diplomatischer Chef und der Stier, also als Drittgeborene, finde ich ganz super, weil der bringt einfach immer ganz viel Neigesachen und aber eine gewisse Bodenständigkeit oder Beständigkeit ein. Ich glaube, die Konstellation passt einfach gut. Na, für alle, die sich aus, überhaupt interessieren für so einen. Wie sind denn die Jungfrauen so? Die Jungfrauen, ich habe einen Mann als Jungfrau. Ja, meine Frau auch, ja. Ja, also der Wal ist ja noch mein Mann, also anscheinend passt es mit der Waage gut zusammen. Na schau, also meine Frau und ich, wir sind beide Jungfrauen. Ja, Wahnsinn. Ja, gell, nicht dafür. Aber es heißt immer, Jungfrauen sind ordnungsliebend. Also ich glaube eher, dass mein Mann ein später Löwe ist, weil das mit der Ordnung kann ich nicht so sagen. Ja, da hast du meinen Schreibtisch auch noch nicht gesehen. Ja. Aber gut, ich bin vom Aszendent her der Zwilling, also ich könnte vielleicht da was einspülen. Ja. Ja, vielleicht sollen wir da eher den Roger Gerdas fragen, der kennt sich mit Astrologie gut aus. Na, sag, worum geht's denn im
wahnsinnig Programm eigentlich. Da ist eine Menge klassische Musik auch mit drinnen, habe ich mitgekriegt. Ich habe ja das Programm schon gesehen vor einiger Zeit. Uns war es einfach wichtig, viele Gefühle auf die Bühne zu bringen, nicht nur das, was immer in unserer Beschreibung des Kabarett steht, sondern auch durch Musik und vielleicht einmal so ein bisschen schrägere Texte oder Texte, die anders abbiegen, als man glaubt, neue oder große Gefühle hervorzurufen. Um das geht es uns. Und ja, wir haben selbst sehr viele Gefühle dabei, schöne und auch nicht so schöne, wenn wir mal viel Gas geben oder so. Und ich glaube, den Leuten taugt es auch, dass wir einfach mehrere Sachen auserkehren und auch dann damit sie berühren können. Ihr habt da sehr besinnliche Texte unter anderem dabei. Ich glaube, du, Veronika, hast du dann dabei, ne? Ja. Das gehört halt auch, also es gehört halt alles zusammen irgendwie im Leben. Und das war uns wichtig, dass man die ganze Palette der Gefühle und der Sinnlichkeiten, die es gibt, abdecken. Und dazu gehört natürlich auch einmal etwas, wo man wirklich nachdenkt drüber, zum Beispiel die Endlichkeit des Lebens oder eben der Großstadtlärm, der einem irgendwie wieder schluckt und man muss wieder zurück in den Wald. Und also das sind halt alles Gefühle, die in uns drinnen sind und die wir versuchen nach außen zu kehren und auch das Publikum mitzunehmen auf diese Reise und vielleicht auch in ihnen diese Gedanken ein bisschen auszubreiten, dass sie sich auch wieder mal jetzt Gedanken drüber machen, schau, jetzt habe ich ja eigentlich schon die Hälfte meines Lebens hinter mir und was könnte ich eigentlich noch machen im Leben, damit ich auch noch irgendwas Neues erlebe oder so. Naja, da wünscht man dir, dass du die Hälfte von deinem Leben noch nicht hinter dir hast. aber es ist schon sehr schön, euch drei zu erleben, wo ihr drei sehr offen wirkt auf der Bühne und sehr ehrlich und durchaus authentisch. Wie funktioniert denn das mit euren Familien? Also ihr seid alle drei verheiratet, die Katharina und die Christine haben Kinder. Wie funktioniert denn das, wenn ihr so viel unterwegs seid? Wie kriegt ihr das unter einen Hut? Also wir müssen ja sagen, wir kommen selber von einem ganz lieben, friedlichen Elternhaus. Ein bisschen war das so ein Hippie-Bar mit sehr viel Liebe einfach. Und ich glaube, das macht uns auch stark für unsere Partnerschaften. Deswegen funktioniert das mit unseren Männern gut, mit unseren Kindern, dass wir uns das gut aufteilen, dass auch die Papas auf die Kinder schauen. Und eben unsere Eltern sind auch immer für uns da, wenn wir halt niemanden haben zum Schauen. Und dadurch sind wir ein gutes familiäres Team, dass das funktioniert. Das kann man nur jedem wünschen. Hören wir wieder ein Stück Musik. Habt ihr eine Idee, was wir auflegen sollen? Unbedingt. Also was uns sehr geprägt hat in unserer ganzen Kindheit und Jugend und bis heute, ist Simon und Garfunkel. Das sind Musiker, die uns immer sehr gut gefallen haben. Und unser Papa war schon ein Riesenfan und er hat uns das immer vorgespielt. Und also ich glaube, wenn jemand uns drei fragen würde, was ist eure Lieblingsmusik, wir würden wahrscheinlich alle zuerst Simon und Garfunkel sagen. Deswegen würde ich sagen, spielen wir was vorbei. Hast du einen bestimmten Wunsch von einer oder einfach irgendwas? Ja, Sound of Silence ist natürlich schon ein Klassiker. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ja, mit der Ruhe kommt die Kraft, die einem durchs Leben hilft. Ihr habt das Weihnachtsprogramm jetzt aktuell drauf. Blöde Frage, worum geht's im Weihnachtsprogramm? aber was habt ihr denn da für einzelne Texte und Lieder? Das Weihnachtsprogramm haben wir hergenommen, um auch einmal Lieder zu spielen, die wir sonst nie uns vielleicht nicht getraut haben, vorher reinzunehmen. Also ruhige Covers. Jeder von uns darf sich ein bisschen präsentieren als Solistin. Das ist einmal was neu oder anders ist beim Weihnachtsprogramm. Natürlich alte Weihnachtslieder neu aufbereitet, lustig aufbereitet, um dem Kabarett ein bisschen gerecht zu werden auch. Und auch eigene Titel, wie zum Beispiel Mein Christbaum ist ein grauslicher Krankel, wo wir uns ein bisschen dem Wienerischen bedient haben. Ja, freuen wir uns ja über die weihnachtliche Zeit und stimmen uns damit auch immer ein für Weihnachten. Ja, es ist einfach ein bisschen eine skurrilere Anschauung. Nicht nur besinnlich, sondern vielleicht auch ein bisschen sinnloser manchmal, dass man Weihnachten sinnloser sieht. Aber
Wie die Katharina gesagt hat, es ist eine Einstimmung auch für uns. Und eigentlich sind wir schon Weihnachtsfans und wir wollen nicht, dass die Menschen rausgehen und sagen, wow, ja, weihnachtlich bin ich nicht gestimmt, aber lustig war es. Es soll schon wieder, wo wir halt Fans sind, ein gefühlvolles Einstimmen für Weihnachten sein. Das heißt, Weihnachten ist bei euch so richtig, wie man es von früher her kennt, die Familie beieinander unterm Christbaum und man singt und geht nachher in die Metten? Ja, wichtig zu Weihnachten ist die Familie oder die Familien, je nachdem. Wir haben ja mittlerweile alle selber Familien und wir drei feiern Weihnachten näher zusammen, schon seit vielen Jahren, weil jeder mit seiner eigenen Familie feiert. Aber es ist uns allen wichtig, dass man einfach mit seiner Familie zusammensitzt und das einfach einen schönen Tag verbringt oder einen schönen Abend verbringt und sich einfach, also was mir zum Beispiel einfach wichtig ist in der Weihnachtszeit, ist, dass man sich wieder besinnt darauf, dass es eigentlich eine stille und eine ruhige und eine dunkle Zeit ist, weil Weihnachten ist die Zeit, wo es auch vom Wetter her dunkel ist und es wird schnell dunkel draußen und so. Und das vergisst man oft, weil halt alles beleuchtet wird. Und das versuchen wir auch ein bisschen zu thematisieren in unserem Kabarettprogramm und schalten einfach einmal das Licht ab. Und die Leute müssen einfach einmal nur zuhören und können uns auch nicht sehen, weil wir es einfach komplett abdrehen, weil man ist immer so abgelenkt vom Optischen. Und auch natürlich bei uns, die Leute schauen uns an und sehen, wie wir singen und spielen und man vergisst oft vielleicht das Zuhören. Und wenn man seine Augen einmal zumacht, hört man ganz andere Dinge. Das heißt, im Weihnachtsprogramm ist die Bühne dann dunkel und man hört euch einfach nur. Nicht durchgehend, aber es gibt ein paar Momente, wo man das Licht einfach abdrehen, weil wir einfach wollen, dass die Leute wirklich zuhören. Ich habe da jahrelang geübt, dass ich die Gitarre ohne hinzuschauen dann spielen kann. Klingt ein bisschen falsch, aber es geht heraus. Das ist was wert. Das heißt, die nächste Chance in Wien jetzt zum Beispiel ist, glaube ich, am 9. Dezember oder so irgendwas, in der Kulisse. Wo ist denn die Kulisse? Im 17. Bezirk. Rosensteingasse. Und da kriegt man noch Karten? Ich glaube schon. Also jo. Sicher. Jetzt jo. Für den Dezember wird es noch ausgehen. Na, das ist schon schön. Wenn man sonst wissen will, wo ihr spielt, schaut man auf eurer Homepage. Die lautet wie? www.dornrosen.at. Wenn man wissen will, wo ihr nächstes Jahr spielt, schaut man auch dort drauf. Steht da auch schon was drinnen? Genau. Wir sind eh schon in der Planung für 2019 und da steht immer aktuell drauf, wo, wie, wann, was. Und wer uns ein bisschen mehr privat verfolgen möchte, der kann natürlich auch auf Facebook schauen. Da stellen wir dann hin und wieder, wenn wir nicht immer vergessen, ein Foto drauf von unserem Alltag, wie wir so hinter der Bühne aufbauen oder Auto fahren oder Kaffee trinken oder mit dir da so schön sitzen und plauschen. Na, das ist doch auch schön. Dann sage ich euch recht herzlichen Dank, dass ihr heute da wart. Wir freuen uns schon, wenn wir euch auf der Bühne wieder erleben. Und wir hören jetzt dann noch bis zum Ende der Stunde in unmoderierter Form Lieblingsmusik von euch. Und das suchen wir uns jetzt gleich gemeinsam aus. Und von Ihnen, meine Damen und Herren, möchte ich mich bei der Gelegenheit verabschieden. Beim nächsten Mal ist der Erhard Beil in der Sendung, Aquarellist und Maler. Und freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und jetzt an die Schwestern Schicho nochmal herzlichen Dank fürs Kommen und toi toi toi, alles Liebe. Danke vielmals. Vielen Danke. Dank. Ciao. Das war eine weitere Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie Lust bekommen haben, auch bei anderen Sendungen reinzuhören oder Sie uns einfach Ihre Eindrücke mitteilen wollen an gerhard.blaboll@aon.at. Bis bald, Ihr Gerhard Blaboll.